hier ist Ronja und die Izzy und ich machen heute den ultimativen Freundschaftstest, um herauszufinden, wie lange unsere Freundschaft noch hält, ja? Oh Gott! Ich weiß, willst in der Woche verlassen? Ist alles vorbei. Mit wem willst du mich ersetzen? Ich habe noch niemanden, aber ne, je nachdem, was der Test jetzt gleich sagt, muss ich mir vielleicht jemanden suchen. Okay. Okay, gut, ich bin gespannt, ja? Ich hoffe auf ein gutes Ergebnis. Ich hoffe auf ein schlechtes Ergebnis. Okay. Soll ich Play machen? Ja, mach Play. Okay. Hi, ich bin Sophie. Das sind meine Freunde Abby und Peach. Eigentlich sind sie beste Freunde, aber heute stimmt irgendwas nicht. Abby wirkt ein bisschen geladen. Alles in Ordnung, Mädels? Wenn du eine beste Freundin hast, dann hast du bestimmt schon viel durchgemacht. Aber ist diese Freundschaft wirklich wie immer? Lass es uns mit diesem Test herausfinden. Ich glaube, die sind beide ein bisschen knapp. Ja, ich wollte gerade sagen, da stimmt irgendwie, sind da Konflikte. Mal gucken, ob eure Freundschaft für immer hält. Mach beim Test mit und zähle deine Punkte zusammen. Ich bin bereit, ich habe ein Stift. Ergebnis in die Kommentare. Was könnte dich dazu veranlassen, so sauer aufeinander zu sein? Ich weiß es nicht. Aber vor allem ist es auch ein sehr interessantes Level an sauer, weil sie machen den Test noch zusammen, ja? Sie wollen nicht miteinander reden oder sowas. Sie sind einfach nur sauer. Sie müssen den Test ja machen. Ja, klar, um eine Lösung zu finden. Ja, dazu werden sie ja gezwungen, genau. Richtig. Okay. So wie ich dich heute zwinge, ja? So ist es. Ja, Leute, hier, also. Okay, los geht's, erste Frage. Willst du deiner besten Freundin erzählen? A. Ich erzähle ihr gar keine Geheimnisse. Sie erzählt private Sachen über mich rum. Es ist frustrierend. Warte mal, welche beste Freundin erzählt private Sachen über dich rum? Oh mein Gott, das ist doch keine beste Freundin, oder? Sobald du was erzählt hast, ruft die dann irgendjemanden an. Ist so, yo, hast du das schon gehört? Wilde Geschichte habe ich da. Das ist eine Feindin. Wir haben viel Spaß zusammen, aber wir tauschen keine Geheimnisse aus. C. Ich erzähl's ihr, aber ich weiß nicht, ob sie alle Geheimnisse für sich behält. D. Meine beste Freundin und ich teilen alles. Geheimnisse, Make-up, Jung... Okay, fast alles. Okay. Wo würdest du uns sehen? Warte, ich würde C sagen. Ich hätte auch C gesagt, ja. Okay, wir haben 20 Punkte. Willst du es aufschreiben? Okay, ja, ich schreibe es auf. Oder ich schreibe mit und du bist ja die, den Test... Okay, Ja. Also 20 Punkte haben wir. Merken. Weil ich weiß nicht, ob du was vielleicht erzählst. Wer weiß es schon, Ronja? Sorry, ja, Abby. Ich traue dir auch nicht ich ganz. Ne? Vielleicht nicht essen. Nur 99%. Nur 99%. Und ich hätte nicht jetzt so ausdicken sollen, Peach. Ich glaube, sie verstehen sie. Ja. Peach hat ihr Eis gegessen oder sowas. Aber wieso weinst du so viel? Ja, da wäre ich auch so. Ist okay? Bereit für die nächste Frage? Ist mir nie mein Eis weg, Ronja. Okay, werde ich nicht machen. Jeder ist mal traurig. Was macht deine beste Freundschaft Freundin, endet. Wenn du richtig schlechte Laune hast? Ihr Eis weg essen. A. Meine beste Freundin sagt mir, wie ich das Problem lösen kann und das hilft manchmal. B. Ich zeige ungern meine Gefühle, sogar meiner besten Freundin. C. Ich erzähle meiner Freundin, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, aber ihr ist das nicht so wichtig. Sie Was ist das für eine Freundin? Richtig schlecht. Alle Probleme sehen gleich wieder kleiner aus, nachdem ich mit meiner besten Freundin geredet habe. Sie Lass uns dann D. Ich würde sagen, D das ist so. Ja. Ja, also wenn man wirklich befreundet Schreibe ist, deine ich meine... Punkte auf. Ja, ja, 30, komm, ich schreibe alles 30 andere auf. Ist irgendwie wirklich so. Alles andere macht Freund. Gar keinen Sinn. Wobei A war auch noch okay, aber. Abby kommt nee, ich schon. Muss sagen, A finde ich super frustrierend, wenn man gerade in so einer Ich-beschwer-mich-Stimmung ist. Weißt du, was ich meine? Und dann ist die andere Person nur so, ja, aber du musst das und das machen. Und du bist nur so, ich will mich hier gerade nur beschweren, ja? Ja? Ich will einfach nur hören, dass meine Situation blöd ist und dass es einem leid tut. Oh, das ist kann alles. Ich so gut. Ja. Ja, von daher, A kann frustrierend sein. Wer ist das da im Bild? Ich bin nicht. Aber nee, das ist der nicht, das ist der nicht, das ist Quatsch. Das ist, der ist von BTS, der ist es aber nicht Jungkook, ich hab mich. Kim, ist es nicht der Kim? Oder? Was? Kim? Ja. Ich hätte wie gesagt. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, wir machen uns hier gerade wie. Wir machen uns hier Feinde. Wir machen uns Feinde. Wir machen uns sowas von Feinde. Es gibt niemanden, der mehr protective ist als K-Pop-Fans. Aber es tut mir wirklich leid, ich entschuldige mich vorab, aber ich weiß es nicht. Ich hätte ich jetzt. Also mein bester Tipp wäre jetzt wie gewesen. Gut, weiter geht's. Sag doch, was los ist. Es könnte halt jeder sein. Entschuldige, dass ich so traurig bin, aber mir wurde das Herz gebrochen. Muss nicht mehr vom BTS sein. Wie kann ich mich für ihn sichtbar machen? Keine Sorge, Abby, alles wird wieder gut. Ja, das wird okay, helfen. Mädels, nächste Frage. Oh, auf jeden Fall. Sie hat eine Lösung. Deine Freundin und du.
seht euch einige Wochen nicht. Wie fühlt sich das an? Ja, Ronja, wie fühlt sich das an? Ich glaube, ich habe dich noch nie gesehen. Ich bin ja auch mit anderen abhängen. B. Wir sind oft getrennt, aber unsere Freundschaft hält sich wacker. Das sehe ich. Ja. Yeah. C. Ich würde sie vermissen, aber wir können jeden Tag am Telefon reden. Ich frage mich, ob es eine Antwort gibt, die sagt, ich habe meine beste Freundin noch nie gesehen. Ich glaube, B versucht so gerne. C. Ja, wir können ohne einander nie existieren. Ja, okay, nicht mal einen Tag. Wie viele Punkte kriegen wir? Schreibe deine Punkte auf. 20. 10. Aber weißt du noch, wie viel wir bei der zweiten Frage hatten? 30 hatten wir da. Hab 30, ich glaube mir, das wird nie passieren. Was macht Odi? Abby, was hast du gemacht? Machen hier ein Projekt. Okay, Mädels, kommt schon. Zeit für die nächste Frage. Streitest du dich mit deiner besten Freundin oft? A. Wir streiten nie, denn wir sind sozusagen... Haben wir uns jemals gestritten? Ich glaube, wir haben uns noch nie gestritten. Ich erinnere mich nicht, also, dass wir uns jemals gestritten hätten. Oder? Nee, ich bin manchmal ein bisschen, also ich bin manchmal ein bisschen forsch, aber das meine ich nicht böse. Ich weiß nicht, ob ich dich manchmal irgendwie also so... Also ich habe mich noch nie angegangen gefühlt auf jeden Fall. Okay, das ist, ich würde jetzt zu A tendieren bis jetzt. Ich weiß noch nicht, was die anderen Antworten sind, aber... Wir hören mal. Sagen die gleiche Person. B. Die ganze Zeit über blöde Kleinigkeiten und dann tun wir so, als wäre nie was passiert. Nee. C. Wir hatten eine On-Off-Freundschaft, weil wir durch einiges zusammen durchgegangen sind. D. Manchmal streiten wir, aber wir entschuldigen uns schnell und gut ist. Okay, dann lass es A nehmen. Ja. Schreibe deine Punkte 30. Auf. Wow. Höher ist nicht besser, schlecht. Oder? Für unsere Lebensdauer. Bereit, eure Freundschaft zu testen? Ja. Nein. Nein, sie soll Sport machen. Voreinander in einem sicheren Raum. Tut was Weiches auf den Boden. Warte, wir müssen jetzt Sport machen? Hände hoch und halten. Müssen wir das machen? Jetzt einen Schritt zurück. Noch aber ein wir sind nicht zusammen, wir machen das irgendwann. Wir machen das, ne? Genau. Oh Gott. Ich sagte, wir sind gestürzt. Egal. Gute Arbeit, Mädels. Bereit für die nächste Frage? Wie lange seid ihr schon befreundet? A. Unser ganzes Leben. Wir sind praktisch Zwillinge. B. Seit einiger Zeit. Aber es gibt noch genug, was wir übereinander nicht wissen. C. Unsere Freundschaft ist interessant und frisch. Wir werden noch einiges übereinander kennenlernen. D. Seit unserer Kindheit sind wir schon beste Freunde. Ich meine, wie lange kennen wir uns? Ungefähr anderthalb Jahre mittlerweile, oder? Also schon seit einiger Zeit. Ich würde sagen, also eher B als C. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Okay, dann lass uns B nehmen. Oder eins von den anderen. Nee, also ich meine, seit unserer Kindheit kennen wir uns ja nicht. Das wäre ja einfach gelogen. Wir wollen ja hier in Testen nicht lügen. Das ist ja ein ehrliches Ergebnis, soll es ja richtig. Werden. Richtig. Ja, okay, daher, nee. Ja, dann B. Ist richtig, ja. Schreibe deine Punkte auf. 10. Uff, das haut rein. Ja, das macht uns jetzt den schönen Score kaputt. Lass uns etwas weiter die davor hatten wir nur 20er bereit. Und 30er. Zähle jetzt alle deine Punkte zusammen. Okay, ich habe schon zusammengezählt. Du hast schon gerechnet? 110. 110, ja. Alles klar. Das sind wir. 110 bis 150. Let's go! 50 Punkte. Ihr habt eine sehr tiefsinnige Freundschaft. Ihr seid wie Zwillinge. Sicher, dass ihr nicht bei der Geburt getrennt wurdet? Oh! Ihr könnt immer aufeinander zählen. Ihr habt echt Glück, dass ihr euch gefunden habt. Echte Freunde sind nie weit auseinander. Auch wenn euch etwas trennt, im Herzen seid ihr immer vereint. No. Ihr werdet sehr lange befreundet bleiben. Dies ist eine Freundschaft fürs Leben. Guck mal, hast Glück, wir müssen uns niemanden neuen suchen. Oh, das ist so süß. Okay, ja, also wenn ihr den Test selber machen möchtet, ja, falls ihr eine andere Punktzahl raus habt, dann verlinke ich euch das Video, dann könnt ihr euch das auch anschauen und halt euer Ergebnis sehen, weil wir haben jetzt hier nur unseres geguckt. Und ja, also könnt ihr mir schreiben, wie viel Freundschaftszeit ihr noch übrig habt mit eurer besten Freundin. Das war jetzt kein richtiges Wort. Aber ihr wisst, was ich meine. Wie lange eure Freundschaft, hält. Dankeschön. Ich bin einfach nur zu blöd zum Reden. Ach, Ronja. Ich kann das für dich übernehmen. Okay, danke. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schaut doch bei Easy vorbei. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Video. Macht's gut. Tschüss.